Das ist Singularity, ein Pilzbefall bei Menschen. Und der Pilzbefall entwickelt sich über die Jahre immer zu einem weiteren Extremum. Also am Anfang hast du halt diese ganz normalen Viecher. Das ist die Vorstufe. Dann hast du die Viecher, da wächst denen halt Pilze aus dem Kopf. Die sehen nichts mehr, die hören nur noch. Und dann gibt es noch Bloater, die sind noch älter. Also das hängt halt da. Das hängt halt damit zusammen, wie lange der Virus in deren Körpern reift. Und dann, also dann sind die da. Ich habe keine Ahnung, was wer die sind. Das wissen wir noch nicht. Aber es gibt halt bis jetzt drei Stufen des Virus. Kannst du das? Scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein, alles okay. Shambler? So haben sie sie genannt? Ja, woher kommen jetzt wieder Shambler? Ich weiß auch nicht, aber sie sind ekelhaft. Also der Virus ist vor 25 Jahren ist er ausgebrochen. Das war in einem Labor, also nicht vor 25 Jahren, also vor 25 Jahren ist der Virus ausgebrochen. Als Information oder Beiinformation haben wir noch, dass die, also Wissenschaftler haben irgendwie mit Affen rumexperimentiert und einer dieser Wissenschaftler wurde dann von den, ich glaube, Affen sogar angefallen und hat selber den Virus dann gehabt und sich ist dann, wie sagt man, befallen gewesen oder war der Wirt. Und von dort aus ging es dann weiter und hat sich über die ganze Welt über die ganze Welt ausgebreitet. Nein. Also in The Last of Us 2, wenn du im Krankenhaus drin bist, infiziert. Wenn du im The Last of Us im Krankenhaus drin bist, wird das über eine Memo in einem Dings, in einem Sprachrekorder so ausgegeben. Oder bin ich da verwirrt gerade? Der Pilz hat sich nicht befallen und sich verbreitet. Also, soweit ich die Sprachnotiz, die wir vor 2 Tagen gehört haben im Krankenhaus, das war das Labor, welches an der Heilung. Ah, never mind, never mind, never mind. Dann war es so rum. Man kommt bestimmt irgendwo durch. Sehr optimistisch. Dann habe ich das, dann habe ich zu weit gedacht dabei. Gut, Heider, dass du sagst. Weil ich habe halt wirklich Ellie, gedacht, dass es in dem hier ist mein Labor. Weg. Ja, ich muss aber noch schnell in den Raum rein hier. Du warst doch hier. Ich wollte doch sagen, du warst doch hier gerade drin. Sieht gut aus. Gut. Artet ja noch in Arbeit aus, ihr Mensch. Shit, ich brauche die Kombination. Ich meinen Zettel gelesen. Okay, na, Vince. If you can figure the rest out, I'm with the wrong man. Joy. 152, 2 Fragezeichen.
Mal sehen. Gibt's hier noch mehr Notizen? Beruhigen, wenn deine Katze direkt vor dir liegt und einfach mit der Schlaf macht. Ganz geschmeidig. Sieht doch aus wie die Frau vom Ska-Graffiti. Ja. Warum die Wolves die wohl Skas nennen? Nach dem Mist, den wir heute erlebt haben, will ich's gar nicht wissen. Ist hier irgendwo noch ein Hint? Gibt es hier ein Feedback? 1, 5, 2. PlayStation, das habe ich nur bei einem anderen Streamer gesehen und dann spoilere ich mit Eva Marinier. Weißt du, wie ich meine? Uh-oh. Uh-oh. Emergency. Chat Emergency. Nature's calling. Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Die Autobahn. Die Körperautobahn. Wir müssen kurz Pause machen, Chat. Ellie, lass sammeln schnell. So. Jetzt geht's draußen lang. Hey, hier lang. Mal gucken, wann diese Werbung kopiert wird. Ich glaube, die kopiert keiner.
So ein Schwachsinn will keiner in seinem Stream haben. Sind wir mal ganz ehrlich. Snazzy, wer will sich so einen Scheiß in seinen Stream holen? Da muss man schon richtig den Arsch aufhaben. Wäre ja nicht die erste. Inwiefern? Scheiße. Schämler. Wir packen das. Gamer Freak, lass dir gut gehen. Oh, ob Ellie mittlerweile schwimmen kann? Für den dritten Monat, Bagger. Nee, das wollte ich jetzt. Also, ich wollte das nicht gespoilert haben. Okay, das war jetzt nicht die beste Lösung. Was zur Hölle war hier los? Ich würde sagen, ein Zugunfall. Danke, Sherlock. Ah ja. Ha. 16, Entschuldigung. 16, Satadreif, sorry. Ich habe nur die eine Zahl gesehen, nicht die komplette. Danke für 16, Satadreif, sorry. Dankeschön für 16 Monate. Hey, Tixi, moin. Oh nein. Ich frag mich, wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Ich habe da oben Licht gesehen. Na dann hoch. Dina? Ja, ich komme.
wir endlich was craften. Ja, so ein Molotow sollten wir mal ausprobieren. Hä? Was denn, hä? Was, hä? Bedien. Hey, das Licht kommt näher. Vielleicht kommen wir da hoch. Na, wenn hier mal nicht was drin ist. Thorim, moin. Oder Thorim, Thorim. Okay. Na? Schmeiß mal die Kiste runter. Hey, woi, woi, moin. Was ist das? Dankeschön, Amisu, dass du mir das abnimmst. Komm. Okay. Auf geht's. Völlig aus der Puste. Schon fast geschafft. Völlig aus der Puste. Eine Kiste runtergeschmissen. Oh, Ellie. Das war mein persönliches Workout heute. Ich meine, mir wird's auch so gehen. Davon mal abgesehen, aber... Ich meine, ich hab... Oh nein! Nein! Ich komme! Ich glaube, alle wissen so Bescheid, dass wir da sind. Ellie, deine Maske! Hier! Wir können meine tragen. Nein, 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 nein! Sie sind nicht auf. Ellie, stopp! Was? Nein! Ellie, nein! Stopp! Ich bin nicht infiziert. Bin immun. Ich huste nicht. Siehst du? Ah ja. Fuck. Dina? Shit. Kannst du laufen? Ja. Na dann los. Dann mach mir den Husi hin. Scheiße! Lauf, Dina! Lauf! Ellie! Dina, lauf! Ich bin hier. Lauf! 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 Laufen! Hier lang! Laufen! Schnell. Fuck! Oh oh! Komm schon! Laufen! Laufen! Ich geh doch da durch, Mann! Dina! Hey. Wir könnten uns im Theater da ausruhen. Das klingt absolut traumhaft. Dann können wir uns noch Romeo und Julia angucken. Oder Julia und Julia in unserem Fall. Hast geschafft. Ich hab dich. Hier. Geht's? Okay, sieht gut aus. Na komm. Oh, da ist schon ein Sofa. Das ist gut. We need some 20s.
Jetzt gibt's auf jeden Fall gleich erstmal eine Backpfeife. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporen eingeatmet. Du weißt doch. Ich bin immun. Okay, du bist immun? Ach komm. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Die Verletzung. Maria und Tommy und Joel sind die einzigen, die es wissen. Und jetzt du? Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Sag doch was. Ellie. Ich glaube, ich bin schwanger. Was? Keine Sorge, es ist nicht deins. Was sollen wir... Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Oh ja. Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruhe dich aus. Das Team-Meeting von Naughty Dog beim Frühstück. Ja, wisst ihr was? Schwanger brauchen wir noch, aber aktiv dann in der Story. Nicht so beiläufig. Da müssen wir nochmal reingehen. Da müssen wir nochmal rein. Wir brauchen noch Schwangerschaft. Na klar, ist kein Problem. Da machen wir einfach bei Dina, pflanzen wir einfach einen Rinn. Und dann haut das hin. Okay, Schwangerschaft hatten wir jetzt schon zweimal. Okay. Na gut. Prognose? Das Baby wird gefressen. Obwohl. Ich glaube... Nee, wir müssen einfach ein bisschen abgespaceder denken. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie viele in diesem Stück sterben. Ich muss kurz noch was abheften hier. Das gute Altpapier für unser Buch. Okay, gut. Haben wir gemacht. Also ich sag mal ganz klar, es wird mich nicht überraschen, wirklich nicht, wenn es ein Alien wird. Ich glaube, das wird ein Alien-Chat. Ich glaube, das wird ein Alien. Das wird dann wie bei Sigourney Weaver aus dem Bauch einfach so rauskommen. Ich glaube, das wird's. Oder das Baby wird gefressen. Come on, baby, give daddy some lovin'. Schöne Sache. Ich
kann man sowas nur geheim halten? Ich weiß auch nicht, wie man sowas geheim halten kann. Ich weiß auch nicht, wie das hier auf einmal in die Story reinkommt. Also, so Storytelling-technisch, Junge, da hat aber einer richtig schön an der Flasche genuckelt. Da waren, glaube ich, ein paar Tütchen zu viel dabei. Aber hey, lass uns überraschen. Wir gucken, wo die Reise hingeht. Es ist der Auserwählte. Es wird bestimmt Duncan MacLeod sein. Es ist der Highlander. Sag's euch. Moinsen, Magger. Magger, so viel kann ich doch gar nicht abheften hier. Hallo. Zum Glück habe ich mir heute einen großen Ordner gekauft. Zum Glück habe ich mir einen großen Ordner gekauft für die ganzen Papiere. Hier hat jemand gewohnt. Kann man deine Kommentarspur irgendwie abschalten? Ja, ganz einfach. Oben ich rechts muss auf das Strom X drücken. Einschalten. Oben rechts auf das X drücken. Dann hast du so ein Symbol für deinen Browser. Da kannst du drauf drücken und da gibst du ein www.twitch.tv. Dann gehst du oben, eben du folgst, auf Durchsuchen. Dann guckst du nach The Last of Us, klickst drauf und suchst dir irgendwen anders aus, der nicht so aussieht wie ich. Und dann hast du alle deine Probleme gelöst. Und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Ach ja. Hier sind schon 20 Zettel drin. Nur von heute. Der Kerl war vor einer Weile hier. Hoffentlich ist sonst niemand hier. Wir halt wirklich noch einen zweiten Ordner holen. Aber zum Glück, Leute, habe ich mir wirklich zwei Ordner gekauft, weil ich mir das schon gedacht habe. Habe ich mir nämlich gedacht. Oh. Ich erinnere mich an Waterworld, an das Papier. Wieso habt ihr denn Pike gebannt? Ich wollte gerade sagen, hey, ihr müsst doch die Leute nicht bannen dafür. Mann. Das ist zu hart. Ist okay, kann doch jeder sagen. Solange da keine Beleidigungen drin sind, ist das völlig in Ordnung, Mutz. Entspannt euch. Ist nicht mal alles so schlimm, wie es aussieht. Also Pike, kannst du wieder schreiben, alles gut, Maga. Danke, Thornet. Test bestanden, Pike. Also jetzt wirklich, Pike, wenn dich das wirklich stört, dann guck lieber bei einem anderen zu. Ich will dir das nicht ruinieren. Shit. Bist du hinüber? Warst wohl kein besonders guter Elektriker. Okay. Die Chancen stehen sehr scheiße, dass da Sprit drin ist. Okay. Geschafft. Okay. Da ist Sprit drin. Bei dem Spiel stört mich das. Ey, das ist vollkommen okay. Wir müssen nicht alles zusammen mögen. Macht einfach aus dann, Pike, oder so.